Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zu Factorio Cityblock. Ich habe leider eine kleine schlechte Nachricht, die dieses kleine Projekt ein bisschen nach hinten wirft. Es gibt ja jetzt ein Factorio-Update. Das habt ihr wahrscheinlich alle mitgekriegt, die selber Factorio auch spielen, da sich ein bisschen was verändert hat. Ja, wir spielen ja mit Mods und da hat sich ein Mod, ja sozusagen, lässt sich nicht aktualisieren. Welcher Mod das ist, das kann ich euch direkt zeigen. Es ist die leichte Artillerie. Sie ist komplett weg. Connection lost. Connected. Und ich habe gerade, glaube ich, einen Disconnect gehabt. Das sind Roboter aus der Hölle. Immer noch? Ja, immer. Dann war abgebrochen. Jetzt nicht mehr? Geht mal weiter, ein paar Worte mehr. Also jetzt ist ja mein Ping wieder niedrig. Also ja, aber ich habe immer noch Abbrecher zwischendurch. Jetzt ist mein P wieder... Keine Ahnung, was meine Frau da wie unten macht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist jetzt die leichte Artillerie weg. Hatte gleich gerade einen kleinen Disconnect, aber ist ja halt nicht so schlimm gerade aktuell. Wir haben da gerade noch so entschieden, dass wir dann erstmal nicht weiterspielen. Wir erstmal mal beobachten, ob vielleicht der Mod aktualisiert wird oder was wir sonst machen können. Die einzige Alternative wäre dann, wenn die leichte Artillerie nicht kommt, dass wir so ziemlich schnell alles, was wir haben, einmauern müssen. Denn solange wir da nichts machen können in dem Bereich, müssen wir alles, was wir an Cityblocks haben, in kleineren Radius einmauern. Nicht so, wie wir es geplant haben, einen drum und dran. Das würde dann nicht mehr funktionieren. Weil wir ja die Nester nicht wegbomben können. Dann müssen wir halt so lange mit den Cityblocks auskommen, die wir jetzt aktuell haben. Vielleicht noch das, was man noch erweitern kann. Wenn das wirklich nicht wiederkommt. Wegen dann werden die nächsten Folgen wirklich... Dev, 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 Dev. Oder wie ist es? Ja, oder man muss gucken, ob man das vielleicht erst intern fertig macht mit der Dev. Also... ohne zu viele Dev-Videos zu machen, weil das ja. Dürfte für euch, glaube ich, auch ein bisschen langweilig werden, wenn wir die ganze Zeit nur Dev bauen, Dev bauen, Dev bauen. Ja, in dem Sinne... Mach das, wie du das in deinem Avorion-Projekt gemacht hast, so ein bisschen mit dem Zeitraffer oder so. Das kriege ich ja tatsächlich hin, dass wir den Dev dann sozusagen per Zeitraffer machen. Das reicht ja dann, wenn das ein, zwei Leute machen. Das kriegt man ja hin. Wir haben ja eine vorhandene Dev. Man kann ja direkt daran anschließen und... weitermachen. Novitas hat ja schon angefangen, hier überall alles zu verbinden per Landbrücken, aber hat noch nicht überall alles angeschlossen, ne? Nee. Nein, 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 angeschlossen ist noch gar nichts. Ich habe nur die Landbrücken gebaut. Und ja. Danach war ich doch am Fabrikbauen. Ja, wir waren ja generell am Fabrikbauen und... ist natürlich ärgerlich. Natürlich, alle anderen Mods haben funktioniert. Die sind auch noch da. Zum Beispiel die Lagerhäuser und so ein Kram. Das ist tatsächlich nur der Artillerie-Mod. Und der ist ja für diese so Sachen, wie wir uns aufgebaut haben, sehr wichtig. Also nichtsdestotrotz werden ein paar Folgen wohl fehlen. Aber liebe Freunde, die auch Avorion weiter gucken, ich habe wirklich in letzter Zeit eine Rust-Sucht. Das ist wirklich schlimm. Und Avorion kommt auch bald wieder. Da bin ich auch fest von überzeugt, dass das auch wieder bald kommt. Ja, weil ich da auch langsam wieder Lust drauf kriege. Und als Alternative, um irgendwas zu spielen, schon. Wir konnten jetzt, jetzt am Wochenende keinen Livestream machen wegen Factorio oder so rum und dran. Deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt dann auch das, was ich jetzt aktuell mache mit Rust, wahrscheinlich jetzt auch wieder in Live gehen. Wegen, ich habe mittlerweile einen eigenen Rust-Server. Natürlich öffentlich. Vitas spielt allein in der Hütte mit Korte und Squall und Pina. Sind in einer Hütte und da kommen dann wahrscheinlich auch andere mehr dazu. Andere Random Dudes sind auch schon mit dabei. Ja, aber... Es geht langsam los auf dem Server. Hä? Geht langsam los auf dem Server. Ja. Auf jeden Fall wollte ich dann nochmal zu sagen, schreibt doch gerne in den Kommentaren, was wir machen sollen. Sollen wir dann lieber versuchen, am nächsten Wochenende, wenn das noch nicht fertig ist, einfach Dev rumziehen, scheiß drauf auf die Artillerie und weitermachen? Oder sollen wir besser noch ein paar Wochen oder maximal zwei Wochen warten? Das könnt ihr jetzt gerne in den Kommentaren schreiben, wie das so ist. Natürlich würden wir dann dementsprechend noch ein Infovideo machen, was, wie wir uns entscheiden, drum und dran. Selbstverständlich, aber es hat so keinen Sinn.
Wenn die Artillerie fehlt. Und wir würden innerhalb von Stunden werden wir überrannt. Also zu diesem Motto sage ich dann mal schon mal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem kleinen Infovideo. Ihr werdet. Natürlich wird die Staffel weitergehen, das auf jeden Fall. Wegen, wir wollen zum Ziel kommen, oder wie das? Natürlich. Ich meine, wir sind gerade kurz vor den, oder auf dem Weg zu den Drohnen. Ab da geht es ja eigentlich erst richtig los in dem Spielmodus hier. Aber richtig. Richtig, dann geht es ja erst richtig los. Und das wäre natürlich bedauerlich, wenn wir jetzt die ganze Dev ziehen müssen ohne Drohnen. Ja, sag mal so, das kann mir jetzt nicht den Strich durch die Rechnung machen, dass ich sagen würde, wir brechen ab, aber dann, wie gesagt, da muss man sich halt mal wirklich ein Wochenende oder so hinsetzen und was Stream nebenbei laufen haben, aber sonst nicht viel machen und einfach klöppeln und Dev ziehen. Ja. Also. Wie gesagt, euch kann man das ja dann im Zeitraffer zeigen. Ja, das kann man machen. Das ist dann auch alles super. Dann bedanke ich mich schon mal. Bis dann. Ciao. Euer Possi. Ne? Bis zum nächsten Mal.